23, 2 Euro, 4,50 Euro. Guten Tag, viel Spaß, schönen guten Tag. 1,40 Euro. Herzlich willkommen hier von der OSPRO, der Verkaufsmesse für ostdeutsche Produkte. Wir sind hier heute am Ostbahnhof, im Kaufhof, und wir schauen uns hier direkt gleich mal um bei den ganzen zahlreichen Ausstellern. Käse aus der Uckermark, seit wann gibt es sie? Uns selber als Käserei gibt es seit 2001, aber wir haben ja schon viel früher mit dem Milchviehbetrieb oder mit der Landwirtschaft angefangen. Jetzt habe ich gerade gelernt, es gibt auch Käse, der schon bereits 7 Jahre alt ist, 7 Jahre gereift ist. Ist das so Ihr Highlight oder was ist so besonders an Ihrem Käse? An unserem Käse ist besonders, dass man den wirklich liegen lassen kann. Also man muss immer große Formen haben, um die reifen zu lassen, dass eine spezielle Würze erreichen. Deswegen haben wir 7 bis 8 Jahre alten Käse. Wo kann man denn diesen Käse kaufen? Also wir sind ja jetzt hier gerade in Berlin. Sie kommen aus der Uckermark. Ist es ein Online-Geschäft? Ist es wirklich ein Ladengeschäft? Wo kann man, wenn man mag, so einen Käse probieren und auch kaufen? Also wir vermarkten an Franchise-Unternehmer. Wir haben Franchise-Unternehmer in Berlin und in Potsdam. Wir haben einige Wiederverkäufer. Es gibt ja jetzt wieder die saisonalen Läden, die jetzt wieder aufmachen, die unseren Käse bestellen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, unseren Käse zu kaufen. Okay, vielen Dank. Also fragen Sie einfach mal nach dem Uckermarker Käse. Bei der OSPRO darf natürlich Felinchen nicht fehlen. Ganz viele Sorten und teilweise richtig lecker. Neben mir ist Petra Balzer, eine derjenigen, die die OSPRO regelmäßig besucht. Was ist es denn, was die OSPRO für Sie ausmacht? Ja, na, ich bin ja ehemaliges DDR-Kind und darum zieht es mich einfach immer mal wieder her, um zu gucken, was wir doch noch für alte Produkte hatten, die es vielleicht doch nicht mehr in den Geschäften gibt. Also so ein bisschen Erinnerung und genau, gleichzeitig aber auch gucken, was gibt es? Gibt es das zum einen und zum anderen? Hat sich da was verändert? Genau, genau. Und vor allem Kindheitserinnerungen eben noch. Wenn Sie jetzt so sich umschauen, gibt es da noch was, wo Sie sagen, boah, das ist noch genauso, wie es damals so war? Oder hat sich das schon so von dem Design, von den Inhalten irgendwie doch schon ein bisschen geändert? Na, ein bisschen, aber es bleibt immer noch ein Touch von früher übrig, dass man es gleich wieder erkennt. Ne? Haben Sie ein Highlight, was Sie sich auf der Messe immer auch so gerne mitnehmen? Also wo Sie sagen, das, wenn ich hier bin, ich muss es unbedingt mitnehmen? Also von den Plastikartikeln, muss ich sagen, von den Haushaltsartikeln irgendwas oder vom Sandmännchen eben, hatten wir gerade mit meiner Tochter geguckt, da versuchen wir dann doch immer doch noch als Erinnerung was. Einer der ältesten Aussteller hier auf der OSPRO ist Rotstern. Schokolade, bestimmt jeden ein Begriff. Und der Mammutsch von Rotstern, was sind im Moment die absoluten Verkaufsrenner bei Rotstern? Na, unsere Klassiker, Schokis, Mokkabohnen, Tafelschokoladen, alles was Sandmännchen, Maulwurf, Aschenbrödel ist, ne, wird es. Gibt es da irgendwie, kann man da sagen, okay, das sind eher die Kinder so mit Sandmännchen oder ist das wirklich durch die Bank weg? Also Junge wie Alte, alle genauso? Naja, es kaufen mehr die Alten, aber die kaufen für die Kinder die auch. Ne? Genau. Ne? Also Sandmännchen, klar, für die Kinder, Aschenbrödel für die Erwachsenen, ne? Maulwurf kaufen auch die Erwachsenen. Ne? Das ist eigentlich alles kein Problem. Ne? Mhm. Sind da irgendwie schon mal begegnet, dass irgendwie jemand kam und sagt, boah, das ist so meine Erinnerung an früher oder irgendwie sowas? Also irgend so eine nette Anekdote? Ja, das passiert ja ständig, wenn Sie mal hier rumfragen. Ne? Die Leute erkennen das wieder, freuen sich, haben Glänzen in den Augen ne? und kaufen ja auch. Ne? Das ist ja wichtig. Kennen Sie das? Oder den Fisch? Bardusan. Baden mit Bardusan. Ich glaube, das hat bei vielen Menschen im Badezimmer gestanden und haben das auch ganz viele Menschen benutzt früher und auch noch jetzt. Es gibt ja eine riesengroße Auswahl jetzt, wie gerade wieder auch von Bardusan. Matthias Gabel, Geschäftsführer von Bardusan. Was ist denn im Moment der absolute Hit bei Bardusan? Wir haben als Hauptprodukt und was immer wieder gern gekauft hat, das Original Bardusan. Das gibt es seit 1963, kommt ursprünglich aus Gera. Wir haben es aber jetzt nach Sachsen geholt, gibt es jetzt aus Dresden und wir kommen immer sehr gut damit an.
Allerdings kann man eben mit einer Marke nicht immer weiterleben und wir haben auch sehr viele andere Düfte und die sind auch immer sehr gefragt bei unseren Kunden. Wenn Sie jetzt gerade sagen, das ist der absolute Hit, was sagen denn die Kunden normalerweise? Also sagen die, das ist die Flasche oder das ist dieser Geruch, der erinnert mich so an damals oder probieren es aus oder was ist es? Also es ist immer wieder der Geruch, der ist abrufbereit im Gedächtnis. Wir haben auch junge Leute, die sagen, es riecht wie bei meiner Oma im Bad. Und da freuen wir uns natürlich, dass eben junge Leute, die eigentlich mit dem Duft und dem Produkt nicht so groß geworden sind, aber das bei ihren Großeltern festgestellt haben und das trotzdem im Abruf bereit haben. Okay, wenn ich jetzt sowas selber mal ausprobieren möchte oder irgendwas von den anderen Dingen einfach mal ausprobieren möchte, wo kann ich mir denn sowas kaufen? Also wir sind gelistet in Rewe, bei Edeka, dort kann man das kaufen. Sie schauen sich hier gerade so bei Badusan um und haben auch da gleich eine Flasche in der Hand. Das Original, Klassik. Sie kennen sich damit aus, ne? Ja, natürlich. Wenn man aus dem Osten kommt, dann kennt man diese Sachen natürlich. Und es erinnert mich unheimlich an meine Kindheit. Mhm. War eine tolle Zeit. Und es ist ein Geruch, der einfach irgendwie Erinnerungen weckt an die frühere Zeit. Veronika Zetsch vom Teehaus hat mir gerade gesagt, dass es die Teesorten ja jetzt auch schon seit über 50 Jahren gibt. Aus Radebeul kommt Teehaus und jetzt habe ich gerade gelernt, damals hat Teehaus begonnen mit einer Sorte, mit schwarzem Tee. Wenn ich jetzt hier so her schaue, das hat sich schon komplett geändert, oder? Das hat sich komplett geändert, wobei sich eben auch der Verbrauch an Tee geändert hat. Wir haben dieses Nord-Süd-Gefälle, je mehr man nach Norden kommt, umso mehr wird schwarzer Tee getrunken. Und Dresden liegt ja bekanntlich eher im Süden. Also Kräuter und Früchte ist unser Hauptproduzent. Ne? Wir produzieren am meisten Kräuterfrüchte-Tee. Okay. Ja. Und jetzt, aber es gibt ja auch so ein paar wirklich schon so mit Kirsch, Banane, Sanddorn, Pfirsich. Ja. Sind es jetzt so ein paar ganz wirklich nur Mode-Tees oder ist es, laufen die wirklich so richtig gut? Die laufen richtig gut, wobei der Sanddorn-Pfirsich erst vor 2 Jahren entwickelt wurde und vergangenes Jahr ausgezeichnet wurde als Produkt des Jahres in der Lebensmittelpraxis. Also laufen sehr gut, wir können uns nicht beschweren. Vielleicht kennt noch einer von Ihnen Komet Eispulver. Ich habe jetzt gerade Herrn Lindner von Komet und seit dieser Zeit, seit den 70er, 80er, hat sich auch eine ganze Menge geändert. Es gibt deutlich mehr Sorten. Gibt es auch eine Veränderung in der Qualität? Natürlich hat sich die Qualität verbessert, weil die Rohstoffqualität noch zugenommen haben. Wir haben heute ganz andere Rohstoffe, die wir verwenden können. Sachen, die es damals in der DDR gar nicht gab. Damals musste man halt nehmen, was gab. Zum Beispiel unsere rote Grütze, die wurde halt damals einfach mit Grieß weil es nichts anderes gab. Es war halt ein billiges Füllmittel. So, ne? Und heutzutage haben wir natürlich einen riesen Pool an Aromen und an Sachen, die die Qualität verbessern. Also von daher, ja, die Qualität hat sich, denke ich mal, schon enorm verbessert. Ja. Okay, Komet gibt es ja natürlich auch schon viel länger als zu DDR-Zeiten. Wie alt ist jetzt Komet? Komet wurde 1924 als Nudelfabrik gegründet. Ja. Als Nudelfabrik? Ja, genau. Wir haben ganz früher Nudeln hergestellt. Und nach dem Krieg wurde dann aber irgendwie auf die platzsparendere Tortengussproduktion umgestellt. So, und seitdem machen wir dann Pulverprodukte, ja. Ah, okay. Und gibt es da jetzt eigentlich auch irgendwie so einen Verkaufsrenner, wo alle sich drauf stürzen und sagen, das brauche ich, das will ich haben? Ja, also unsere zwei stärksten Produkte, also mit Abstand unser stärkstes Produkt ist unser Eierkuchenmehl. Das ist wirklich seit der Wende der Verkaufsschlager schlechthin. Und natürlich die rote Grütze, weil die kennen noch viele von früher. Ja, aber auch in den letzten Jahren hat sich wirklich unser Pudding, unser Kochpudding, der hat sich zum Verkaufsrenner wirklich gemausert. Und wir haben da ja mittlerweile schon 12 verschiedene Geschmacksrichtungen. Also das ist wirklich eine Vielfalt, die sucht man. Ja, also die gibt es selten. Okay, ist es denn jetzt dann wirklich die Vielfalt, also wenn Sie sagen, das ist der Verkaufshit? Weil es gibt ja Puddingsorten en masse. Was ist so das Besondere an Ihren Puddingsorten? Ja, also erstmal die Qualität, der Geschmack, unser Pudding und auch die Konsistenz. Also unser Pudding ist wirklich noch so, den kann man auch noch stürzen, den kann man schneiden. Das ist halt das, was die Produkte aus, sag jetzt mal, aus den alten Bundesländern, die sind eher so breiig, aber unser Pudding, der ist halt noch so. Und die, ich sag mal, gelernten Ostbürger, die wollen den so haben. Die wollen den genauso schnittfest, wie wir ihn herstellen. Ich sehe schon, Sie haben ganz heftig zugeschlagen. Sind Sie regelmäßig bei der Ostpro oder heute zum ersten Mal? Heute zum ersten Mal.
Und da haben Sie gleich so richtig ganz viel gefunden, wo Sie sagen, das probiere ich aus. Ja, sind Produkte, die wir auch kannten schon und ja, nun nehme ich die von hier mit. Ja. Hm? Haben Sie einen Favoriten, wo Sie sich besonders drauf gefreut haben, dass Sie es hier gefunden haben? Gerne Produkte zum Beispiel, Ketchup und sowas. Auch Werder Ketchup darf natürlich nicht fehlen hier auf der Ostpro. Christoph Sprenger von Werder Ketchup ist bei mir und einfach mal gefragt, ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Ketchup-Sorten. Wer jetzt vielleicht Werder noch nicht kennen sollte, soll es ja möglicherweise geben. Gibt es tatsächlich, ja. Was würden Sie sagen, was ist an Werder Ketchup so besonders? Oder warum sollte man unbedingt mal Werder Ketchup ausprobieren? Also ich sag's mal so, es kennt nicht jeder Werder. Ne? Und die es noch nicht kennen, die müssen es auf jeden Fall probieren, da wir einfach fruchtiger sind als die anderen. Also in meinen Augen, ich bin mit Werder aufgewachsen, ja. Wir sind einfach fruchtiger, wir haben nicht so viel Zucker drin. Ja. Unsere Produktpalette ist sehr, sehr sortenreich. Ja. Und ich sage jetzt mal, ein Mitbewerber ist vielleicht hat ein bisschen mehr Essig drin. Ja. Also auf jeden Fall der Fruchtgehalt ist schon ausschlaggebend, sagen wir mal so. Ja, ja, dazu kommt natürlich, dass es uns schon seit 1873 gibt. Ja, also wir sind schon sehr lange auf dem Markt, entwickeln uns immer weiter. Ja, also wir sind natürlich im Osten sehr bekannt, aber der Westen kennt uns leider noch nicht so. Aber Schritt für Schritt wird es immer mehr. Das als kleiner Einblick hier in die Ostpro. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, selber noch die Ostpro zu besuchen, bis Sonntag, bis zum 13. März, hier am Ostbahnhof im Kaufhof.